Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gun Home. Ich sitze hier wieder mit dem Flo, genau. Hi Flo. Hallo, hallo. Und ja, wir sind ja in der letzten Folge hier zu Hause angekommen und haben gemerkt, niemand ist mehr da. Wir haben herausgefunden, wir haben eine Schwester namens Sam. Wir haben, also unsere Eltern wohnen eigentlich auch hier, sind aber jetzt halt in ein neues Haus umgezogen. Und wir haben uns jetzt hier ein bisschen umgeschaut, um herauszufinden, warum keiner da ist. Wir sind von einer langen Europareise zurückgekommen und ja. Was machen wir jetzt, Flo? Mir ist gerade eingefallen, dass wir in der letzten Folge noch zwei Sachen draußen liegen haben lassen. Die habe ich mal schnell noch auf unseren Sammelteppich geworfen. Ja, wir sammeln ja hier, wie ihr seht, auf dem Teppich alles, was aber wir finden. Aber dabei ist es hier ganz schön stürmisch. Da wird es direkt laut. So, genau, du hast ja schon anfangs jetzt hier gerade erklärt, wir wissen eigentlich noch gar nicht genau, was abgeht. Nur, dass alle umgezogen sind, ohne uns Bescheid zu sagen. Hier von unserer Family, da seht ihr sie nochmal. Das sind wir und die anderen haben uns einfach sitzen lassen und deswegen, eigentlich auch deswegen müssen wir hier alles verunstalten. Ne? Ja, damit, wenn die hier das Zeug dann doch noch reinpacken. Genau, dass es wenigstens richtig chaotisch ist. Ja. Ich meine, die können uns ja nicht einfach hier lassen. Boah, ist der Flur lang. Das ist echt ein langer Flur. Was und ein riesen Haus ist das denn bitte? Unsere Eltern haben scheinbar echt ein bisschen Kohle hier auf jeden Fall. Anders kann man es nicht sagen. Das ist ein bisschen gruselig gerade hier. Licht an. Licht? Ah, gleich viel besser. Sehr viel besser. Aber da hinten? Press 2 or M to check your location at the house. Ah, okay, guck mal, jetzt haben wir hier einen neuen Flur erschlossen auf der Karte. Items. Da sehen wir unseren Pass auch mal, genau so sehen wir aus. Das ist unser Boarding Pass noch. Und der erste Schlüssel. Und Journals sind die Sachen, die wir uns anhören können von unserer Schwester. Okay, Oh, dieses Gewitter ist heftig. Ist echt heftig. Naja, fangen wir mal an hier mit dem nächsten. Was haben wir hier oben? Oh, das sieht aus wie ein, genau, Paris. Eine Postkarte aus Paris. Hi, Mom, Dad. Ach, die haben wir geschickt. Von uns. Genau. Okay. Wie wir in Paris waren, wie es da sehr schön war. Bla, bla, bla. Und dass wir irgendwas hier noch Shakespeare Book Company Buch zurückbringen. Since you are my favorite sister. Zu unserer Schwester Sam. Na, das kommt mal noch kurz Karte hier vorne hin. Könnte ja nochmal wichtig werden. Hörst du auch, wie wir laufen? Sind wir das überhaupt? Wir stampfen so komisch immer. Zack, zack, zack. Ja, wir wissen ja auch nicht genau, wie wir aussehen. Ne? Wir haben noch keine Spiegel. Aber wir sind ja eigentlich ziemlich sportlich. Also eigentlich dürften wir nicht so stampfen. Also wir standen ja auch hinter unserer Mutter, wer weiß. Was haben wir hier? Oscar Doc Mason. Ist letzten Monat in seinem Haus gestorben. Wurde 33 geboren, bla bla bla. War anscheinend irgendwie eine angesehene Persönlichkeit so in seinem Fach. Was? Seiner Neffe Terence Greenbride, das war... Ist es unser Vater oder was dann? Haben die das Haus geerbt vielleicht? Von ihm hier. Und deswegen sind die umgezogen. Quickly became a well, und dann steht da, dass er auch... Seldom seen outside his home. Mhm. Also dass er, oder selten wahrscheinlich. War da, ja. Oder? Also ein Typ, der nur in seinem komischen Haus irgendwie sich eingesperrt hat und jetzt hat unsere Familie das Haus übernommen scheinbar. Das natürlich ist zumindest sind jetzt ja die erste super Erklärung Voraussetzungen, mal, ne? Alter. Akechi playing cards, cool. Kartenspiel kommt sofort auf unseren riesen Sammelhaufen. Ey, wenn unsere Familie nach Hause kommt, ich hoffe, dass die durch diese Tat hier merken, wie verdammt sauer wir sind. Ja. Also stell dir mal vor, du kommst wirklich nach Hause. Ja, echt, Alter. Und du bist alle so sind weg und keiner hat dir Bescheid gesagt, dass die umziehen, ne? Ja, also, und ein Foto. Ach. Sind das auch wir? Nee, ich würde eher sagen, das ist unsere Schwester, oder? Aber wieso hat die so eine komische Army-Uniform an? Guck mal hier. Das Bild. Ist doch eher unsere Schwester, ja, oder? Ja, das stimmt. Wir haben irgendwie ein bisschen lockigere Haare. Das ist aber komisch. Also ist die bei der Army auf jeden Fall? Ha. Oder ist das... Ja, das sieht doch aus wie Army, oder? Ja, irgendwie schon. Kommt mal dahin. Scheiß Foto. Unsere Schwester hat uns hier hängen lassen. Ja, stellt euch mal vor, ihr wart ein paar Monate oder ein Jahr oder so im Ausland, kommt nach Hause. Keiner hat euch abgeholt. Keiner ist da. Grab Pen. Da wäre man schon sauer und würde Sachen durch die Gegend schmeißen. Mhm. Zack. Sag mal, liegt hier ganz kurz nochmal hier rechts? Ja. Rechts, rechts, rechts? Links, links. Da, genau, in diesem Schrank da unten. Das, was da drin ist, können wir das auch nehmen? Nee, das habe ich vorhin schon geguckt. Es sieht aber aus wie ein Telefonbuch oder so. Ah ja, okay. Boone County ist ja hier anscheinend der ganze Bezirk. Mm. Aha. Nicht, dass wir den Stift oder so hier vergessen. Zack. Ja, Stifte kann man auch nie genug haben, ne? Eben. So, war es das jetzt hier an dem Schrank?
Oh, da. Hier kann man ja noch aufmachen, aber da ist irgendwie bisher immer nichts drin. Okay, dann jetzt mal die Tür, oder? Gucken wir mal hier rein. Ach, ist wieder so eine Rumpelkammer nur. Licht. Read Note. Welcome, new student. Goodfellow High School. Mhm. Guck mal, wir kriegen es sogar vorgelesen. Ja, und halt so verschiedene Sachen, diese irgend so eine Liste, die sie abarbeiten musste. Ja, und das, was sie nicht abgestrichen hat, ist die positive Einstellung. Ja, die hat also wohl keine nicht positive irgendwie. Einstellung, als sie hingegangen ist in diese neue Schule. Oh mein Gott. Oh. You are so lucky you finished high school before we moved into this house. So, it's the first day of school. And there I am, introducing myself to the class. And I say that I just moved into the house on Arbor Hill. All of a sudden, every kid in the room turns and just stares like I suddenly transformed into a mutant. I just stood there, pushing pretty hard for a rewind button. Because now maybe nobody knows my name, but they all know who I am. The Psycho House Girl. Okay. Mm-hmm. Also scheinbar ist das Haus, wo unsere Familie eingezogen ist, auch schon da bekannt in dem Ort. Ja, als war nicht Psycho positiv, House, ja. Und unsere Schwester ist jetzt die im Psycho-Haus wohnt und hat natürlich den Ruf weg in der Schule. Ja. Mobbing in der Schule, weil du im Cyberhaus wohnst. Das ist auch mal was Neues. Im Psycho-Haus meine ich, nicht im Cyberhaus. Ja, unsere arme Schwester Sam, Alter, die müssen wir natürlich wieder aufbauen. Oh, großes Zimmer. Oh, da hinten und ist noch, noch eine Tür. Tür. Fangen wir denn hier an? Meinst du, man kann überhaupt so Bücher nehmen? Ich glaube nämlich nicht. Ja, die Bibel konnten wir nehmen, aber alles die andere. Stand aber auch so separat extra. Alles andere ne? Nicht, ja. Also wahrscheinlich in den Bücherregalen nur Einzelstücke. Yeah, Ventilator. Ah, noch ein Telefonbuch. Und wieder eine Akte. Examen Form, was haben wir denn hier? Ah, okay. Electrical Inspection. Terrence oh, war unser Vater, oder? Oder war das unsere Mutter? Ich weiß gerade nicht, was, ob Terrence männlich und weiblich sein ist, kann. Das ist, glaube ich, der Vater. Die Mutter heißt, glaube ich, Tan. Er heißt Terry. Nur Terrence. Ah ja, hier steht auch immer Mr. Ja, okay. Ist wahrscheinlich dann hier irgendwie... Ach, guck, es ist die neue Adresse auch schon. One Harbor Hill. Also und da, genau, und da unten krass. Steht, dass alles okay ist mit der elektrischen Installation da in dem Haus. Also die haben es scheinbar echt durchgezogen und sind in das neue Haus unverschämterweise einfach abgehauen, ohne irgendwas mit uns darüber mal zu sprechen oder so. Das ist ja eine tolle Familie, du. Oh. Oh. Was, man braucht hier eine Kombi? Wir brauchen eine Kombi. Ich wette, wir müssen die Kombi irgendwo finden. Ja, ich vermute auch. Ja, okay, da müssen wir mal aufpassen jetzt, ob wir irgendwo Sachen mit vier Zahlen oder so finden. Da kann man nichts nehmen drin, nee. Da kann ich auch nichts nehmen, nee. Okay. Oh, was ist da unten? Licht mal an. Dieser Papierknödel da. John Russell opened his eyes. Und sah sieht die aus, Sterne. Als hätte jemand irgendwie angefangen, eine Geschichte zu schreiben oder so, ne? Und hättest du dann zerknüllt. Okay. Irgendwer hat hier also... Ach nee, guck mal, wir können... Sehe ich jetzt ja erst. Man kann ja hier noch weitermachen. Mhm. Also noch mehr Geschichte. Noch mehr. Und noch mehr Geschichte. Drei zusammengeknüllte Seiten, aber nichts, was jetzt so über Zahlen Aufschluss gibt. Ich dachte, vielleicht finden wir hier direkt zufällig was. Steht oh, denn was da? Haben wir denn hier? Da ist doch bestimmt was. You can do better. Anscheinend hier ist ja offensichtlich hier ein Büro von unserem Vater oder so. Der hat hier What so ein paar if JFK Sprüche. Wasn't JFK? Was für Verschwörungstheorien? Verschwörungstheorien? Meinst du, der stand auf Verschwörungstheorien, unser Vater? Vielleicht war der so ein bisschen... US and USSR ja, ich seh's Coalition, auch ja. Also die Paradox die Results in JFK Death unten. Being desired outcome. Also er hat anscheinend hier nachgeforscht, was da mit dem Tod von JF Kennedy, dem Präsidenten, war. Und irgendwie hier seine Verschwörungstheorien... gestartet. Glas. Zack. Geht nicht mal kaputt. Ja, gucken wir mal noch hier rein. Was haben wir oh, hier? Oh, da gibt es viel zu sehen. Können wir den nee, ich kann aufmachen? Aber nicht aufmachen. Aber ich werde auch hier alles verwüsten. Natürlich. Das war ein doppelter Boden. Krass. Was für ein Zufall. Terrence One Arbor Hill an unseren Vater. Oh Gott, wie soll man das denn lesen? Boah, von 72.
oder? 1972? Ja, krass. Okay, muss ich mal kurz durchlesen. Also hier irgendjemand schreibt ihm, dass er jetzt hier erfahren hat, dass unser Vater anscheinend unsere Mutter geheiratet hat. Und er hat vor einer Weile entschieden, seiner Familie... Boah, das kann ich kaum lesen. Ich kann es auch kaum lesen. Often on your... Also ich glaube, es geht so ein bisschen darum, you're always welcome on Arbor Hill. Also anscheinend ist das jemand, der sehr auf uns, so ein Vater und irgendwie... Und steht auch der Name. Ist, ja, das nicht der? Ist das nicht der? Der Alte, der gestorben ist. Das kann sein, ja. Wie hieß der noch? Ich habe den Namen leider jetzt nicht mehr parat. Können wir gleich nochmal gucken vorne im Flur. Aber es klingt so, als hätte der irgendwie unserem Vater damals schon versprochen, dass wir irgendwann mal da hinkommen. Als Belohnung oder so. Oder Wiedergutmachung für irgendwas. Das müssen wir natürlich jetzt noch rausfinden. Hier ist nichts drin. Oh, da ist wieder... Oh, da oben stand doch was drauf. Aber ich kann es nicht nehmen. Kannst du noch weiter aufmachen? Nee. Ach so, nee, man kann immer nur einmal klicken. Ne? Oh, was haben wir denn hier noch? Ach, da ist gerade noch... Hier ist noch irgendwas. Wieder sowas ganz Komisches. Wieder irgendwelche Theorien und sowas, die er aufgestellt hat, weißt du? Also ich glaube, unser Vater war so ein bisschen... Nee, guck mal, da geht's jetzt... Oder? Da geht's jetzt, glaube ich... Mysteries, ich glaube, es ist wieder nur irgend sowas... Oder meinst du, es ist eine Bedienungsanleitung oder sowas? Combination of LCCD Player. You'll be glad to know that Pioneer seems to share this particular was auch immer. Mhm. Geht um irgendwas von einem Hersteller. Okay. Komisch. Bücher hier kann ich nicht nehmen. Hier ist auch nichts mehr. Also unser Vater ist irgendwie ein komischer gewesen. Hier. Dafür verwüste ich hier natürlich alles. Und vor allen Dingen, dass er halt da diesen Brief hat und den unter in dem doppelten Boden noch liegen hat. Oh. Oh, ja. Benjamin Almond, the killing of JFK. Also unser Vater war anscheinend ganz schön besessen von dieser Verschwörungsgeschichte. Hat hier auch noch ein paar Bücher irgendwie davon. Ja, der diese komische Bescheid Pinnwand wissen. Hier, die war ja echt verrückt. Ach so, wir wollten ja jetzt kurz gucken. Wegen der Kombination, ja. Nee, wegen des Namens. Oh, hier sind schon mal vier Zahlen. 1884. Und hier 1888 meine ich natürlich. Ja. Ich wollte nur auch noch kurz gucken, wie der Name war. Oscar Mason oder so. Oscar ähnlich. Mason, ich glaube, der hieß so, ja. Ich glaube, der hieß mal. So. Ich will jetzt nur einmal. Was war es? 1888? Ja. Man weiß ja nie. Nee. Okay, schade. Da wollte ich nochmal kurz hier gucken. Wo war das hier, ne? Genau, oben in der Schublade. Dieser Nachruf da. Ja. Obituary. Hallo? Oh ja. Oscar Mason. Okay, der hat also schon 1972 unserem Vater einen Brief geschrieben. Und da ging es auch schon um dieses Haus. Ja. Das ist aber echt crazy. Was ist da oben auf dem Schrank? Kommst du da dran? Das ist nur ein Bild. Okay. Was da oben, meinst du? Ist da irgendwas? Oder? Nee. Doch. Grab Bottle. Boah. Ein richtig guter alter Whisky. Steht da irgendwas drauf? Zahlenmäßig? Nee. Nee. Haben wir, ich bin mir auch gerade echt, es ist schwierig, weil ich auch nicht mehr alle, ich habe gar nicht mehr alle Zahlen im Kopf, die wir bisher vielleicht schon so gesehen haben. Lass ich mal hier liegen. Ich mache mal den Venti gerade wieder aus, der stört gerade so ein bisschen. Was mir noch einfällt, vielleicht JFK, ist hier irgendeine Zahl? Jetzt müssten wir wissen, wann der geboren ist oder so. Das gucken wir mal nach vor der nächsten Folge. Vielleicht kann man sowas irgendwie hier gebrauchen. Oh, da war... Hörst du das? Der Fernseher läuft. Fernseher. In dem Zimmer hier. Warum fahren sie denn weg und lassen den Fernseher an? Also. Ja, hier sieht es auch nicht aus, als wäre irgendwer schon weggezogen. Guck mal, hier ist totales Chaos einfach nur. Da liegt noch eine Pizzaschachtel und ein Kaffee oder was? Stormwatch. Also anscheinend ist auch ein ziemlich krasser Sturm unterwegs in Western Region. Was heißt denn das? C? Ah, okay. Wir können uns auch ducken. Boah, da sind Videos. Können wir uns da Videos angucken? X-Files Season 1. Auch wieder so Sachen. The Dark Crystals. Ja, okay. Und 2001 steht da. Auch vier. Vier Ziffern wieder. Also scheinbar sind das auch alles irgendwelche komischen... Das sind einfach nur leere Kassetten. Also neue. Ja, irgendwelche komischen Sammlungen. Ich mache mal gerade aus. Was haben wir hier?
Examine Book von Sam und ein Zettel an Sam dran. Thought this might help, Dad. Making friends. Making friends, scheinbar für unsere Schwester, weil die ja Schwierigkeiten hatte, sich in der neuen Stadt zurechtzufinden. Hat you er ihr... Feeling, oh, oh. Where the first moment you see someone, it's like they have a big gold star around them and you have to get to know them. Well, there's this girl. I think she's a senior. She's usually dressed kind of punk. But sometimes I see her in this, like, army uniform. And she's always drawing in this notebook, looking so intense. I had no idea how I would ever, like, have an excuse to talk to her. Till I noticed she and her friends hang out and play Street Fighter at the 7-Eleven every day after school. Okay. Also aber sie hat scheinbar Freundschaft geschlossen mit Leuten da in so einem Militär. Ja, aber dieses Klamotten. Foto, was wir vorhin hatten. Ja, da hatte sie ja selber auch eines dann an. Vielleicht ist es danach erst entstanden. Was steht da? Brad Mobile. Das ist, glaube ich, einfach nur so ein Werbeding. Zack, habt ihr davon. Ich mache hier alles unordentlich. Toll, nichts mehr zu essen da, aber noch schön viele Fettflecken hier. Ich mache mal den Fernseher wieder an, sonst ist es hier sehr dunkel. So sieht man doch schon viel besser. Du kannst dich auch ducken wieder, ne? Ist wahrscheinlich. Richtig, genau. Findet man aber nichts. Die kann ich noch nehmen, die ist aber leer. Hey, was war das? Das ist ein Bierdeckel. So ein Untersetzer, zack. Genau. Boom. Kann man den anmachen? Ja. Scheinbar. Yeah. Also Strom haben wir noch. Kann man wegmachen. Da ist doch auch irgendwas. Schauen da ist wieder irgendwas Komisches. Ein Ticket. The Coliseum Showplace of Oregon. Pulp Fiction hat sich irgendwer angeguckt. Richtig geiler Film. Ja. Haben sie hier ein bisschen Schleichwerbung eingebaut. Am 21. Oktober 94 hat sich hier irgendwer Pulp Fiction angeguckt. 5,75 kostet es. Ja, sind aber nette Preise. Ja. Bei uns hier kostet heutzutage jetzt doppelte so ein Kinobesuch. Streichhölzer, aber alle leer. Ist da vielleicht, also auf sowas schreibt man doch oft Nummern drauf. So. Nee, irgendwie nicht, ne? Holz hier kann ich nicht nehmen. Was ist das noch? Eine Kerze. Halb abgebrannte. Wieder hingeworfen. Volltreffer. Ah, okay. Sonst ist hier nichts. War hier noch irgendwas? Ah ja, hier ist nochmal ein Letter. Wieder an unseren Vater von David Werning. Please find a pioneer, bla bla bla, unit with remote. Ah, okay, irgendein Gerät. Dann ging es darum vorhin in dem anderen Ding auch. Nicht irgendein Standard, bla, sondern er will genau das. Ja, okay. Das ist ja... Also, jetzt nicht besonders... Irgendwas, was haben wir hier noch? Eine Soda-Dose. Und ein Teller. Und da hinten noch eine Teller. Tür. Teller! Geht gar nicht kaputt. Kann ich hier das Licht nicht anmachen? Nee. Hier war auch nichts mehr hinten, ne? Gut, hier muss ich noch alles. Re-TV-Listing. Ah, X-Files. X-Files wollte er aufnehmen, genau. Das haben wir ja auch gesehen, dass er das Video hat. Zack. Da arbeitet unsere Mutter. Das haben wir ja vorhin auf ihrem Ding schon gelesen. Achso, ich stehe so nah. Sonst nix. Das hier. Da ist. Ist wieder so ein Untersatz nur, glaube ich. Ach, hier kann ich auch Licht anmachen. Das ist natürlich cool. Und hier hinten, was haben wir denn da noch? Viel mehr Videokram. Liegt da auch noch? Ah, cool. Cool. Richtig geile Mucke. Yeah. Headbanger. Wie so eine Proberaumaufnahme. Richtige Hausparty ist jetzt hier. Wow. Headbanger Hausparty, Headbanger Hausparty, Headbanger. Aber wie cool das auch mit der Musik ist, ne? Ja, das stimmt. Dass man immer, wenn man sich wegdreht, dass man direkt hört, wie man so im Raum steht. Wenn ich jetzt ein bisschen weggehe, wird sie direkt sehr viel leiser. Oh. Das ist bestimmt unsere Band oder die von unserer Schwester, ja, oder? Ja, sowas kann das sein, ja. Ist ja geil. Was steht denn da drauf? Role Model. Girl Scout. Okay, ja. Ja, cool. Cooles Ding. Leute, diese Kassette wird noch sehr berühmt werden. So, gucken wir mal hier weiter. Was haben wir hier unten noch? Nochmal so ein Letter, schon wieder an Terry. Von Mike. Wie geht's dir? Ach, anscheinend ist er ein Published Author, also ein Autor, ne, der nicht nur diese ganzen, weißt du, wegen den ganzen Verschwörungstheorien und so, vielleicht schreibt er auch an Büchern mit. Ja.
Ja, ich glaube auch, dass kann er auf jeden sein. Fall schreibt. Es steht ja auch, also er schreibt auf jeden Fall in so einem Magazin irgendwie. Ja. Und dieser David Werning hat Looking ihn auch schon Looking for another Freelancer. Die suchen also da auch noch jemand anderen gerade in dem Magazin für jetzt demnächst. Oder wahrscheinlich und er lädt wird ihn er ein, gerade gefragt, oder? Genau, und er lädt ihn ein, auf ein, hier ein Glas Scotch zu trinken und wahrscheinlich mal über den Job und so zu reden. Okay. Hat unser Vater also auch ein neues Jobangebot irgendwie bekommen. Vielleicht, oder zumindest hat er da jemanden getroffen. Jetzt haben wir hier noch ein Buch von ihm. Ach, das ist von ihm, guck mal. Ach, was? Von unserem Vater, der ist also Autor. Accidental Savior. Ah. Okay. 1963, das probieren wir übrigens aus. Ja, das ist der Cliffhanger jetzt, würde ich sagen. Ja. 1963 probieren wir sofort als nächstes aus Aber dem vierstelligen Code. Natürlich nicht direkt jetzt. Ne? Genau, das machen wir in der nächsten Folge. Wir haben ja wieder ein bisschen mehr rausgefunden, zumindest, dass niemand hier ist und wir alles weiter verwüsten müssen, weil wir so sauer sind. Aber wir wissen jetzt, dass unser Vater ein nicht ganz unangesehener Autor war und sich hier sehr ausführlich, guck mal, was für eine Videosammlung, Alter. Und hier, was das, Schallplatten. Ja. Also sehr ausführlicher Datensammler. Einiges am Starter gehabt. Krass. Ja, und den Rest gucken wir uns dann in der nächsten Folge an, Leute. Danke fürs Zusehen und tschö. Tschüss.